Hey Leute, willkommen zurück zu Uncharted Drakes Schicksal. Ja, Kapitel 18, der Bunker sind wir mittlerweile. Und wir müssen leider Elena zurücklassen mit diesen komischen Viechern hinter der Tür hier. Aber wir werden sie natürlich retten und erstmal, wow, einen gewagten Sprung vollführen. Und noch mehr davon, natürlich. Wir wären ja nicht umsonst Drake, wenn wir uns nicht sowas hier trauen würden, was sich kein normaler Mensch trauen würde, aber gut. So, ja, es geht lustig weiter. Immer schön an verrosteten Rohren lang hangeln, so wie das sein muss. Und hoppala! Ja, also die Viecher, ich finde sie schon ganz schön krass. Ihr habt sie ja gesehen in der letzten Folge, diese komischen, halbverwesten Mutanten-Zombies aus der Hölle. Keine Ahnung. Erinnert mich übrigens wieder an den Film The Descent mit diesen Frauen in der Höhle und diese Höhlenexpedition und ja, auf jeden Fall sind das mal Menschen gewesen, nehme ich an, diese Monster hier. Und hoppala! Oh. Ja, und wir kommen dem Schatz natürlich immer näher, dem Eldorado, wie ihr gehört habt. Wow. Also mir wäre das echt zu heftig hier. Na? Nee, sollst du nicht. Da will ich nicht rüber, oder? Doch, da will ich rüberspringen. Warum greift er nicht eigentlich selbst an dieser Flansch? Nennt man's Flansch, wenn diese zwei Rohre da verbunden sind, rum? Nein, ich muss springen dabei. Oh, guck mal, das war irgendwie ein altes U-Boot-Hangar, keine Ahnung. Hui! Lululula, jetzt schnell, sonst bricht das hier noch ein. Nee, tut nicht. Was habe ich denn noch? Oh, ich habe 5 Schuss Schrotflinte. Das ist gut. Das ist ausreichend nicht. Okay. Und es wird richtig gruselig hier unten. Weil ihr könnt euch denken. Hey, hörst du mich? Sullivan, melde dich. Es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Ich war gerade im Tunnel. Ruf mich später zurück, Sully. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Eine MP40. Was macht denn so eine zweite Weltkriegswaffe hier? Man weiß es nicht, aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die hier schon mal waren. So, gehen wir erstmal weiter. Ich finde es übrigens eine der besten Waffen im Spiel, obwohl die so alt ist. Sie hat eine recht niedrige Schussfrequenz, aber ist gar nicht so verkehrt, das Ding. Okay, ja, das ist etwas labyrinthartig hier unten. Es ist eben schwer, sich zurechtzufinden. Aber es gibt ja eigentlich jetzt in dem Fall nur einen Weg. Später sind es mehr. Aber das will ich jetzt mal nicht spoilern, sozusagen. Oh, aber ich muss ganz kurz Pause machen, da es schon wieder klingelt. So, entschuldigt die kurze Störung. Und es geht weiter in diesem Was zum alten Teufel Raum. war hier los? Ja, das würden wir jetzt auch gerne wissen. Und wir heben aber erstmal diese ganzen Glitzerdinger auf dem Boden auf. Was in dem Falle lecker Munition ist, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. Sieht alles sehr verrottet aus hier unten. Aber wir finden einen Filmprojektor. Können wir den vielleicht anmachen? Den können wir doch eigentlich aktivieren, oder nicht? Herr. Naja, schade. Dann machen wir das wohl ein andermal. Oh, und überall dieses Rascheln und Knirschen hier. Also ich hätte ganz schön Bammel. Oh Wow. nein. Bam. Komm schon. Stirb, stirb, stirb. Ja, blödes Ding. Also wenn das mal ein Mensch war, dann war es kein hübscher. Naja. Ist vielleicht auch schon ein bisschen länger her, seitdem die Viecher da unten mutiert sind. Oh, wir können nur 105 Schuss, das ist ein bisschen wenig. Guck mal, wie der bereit zur gynäkologischen Untersuchung. Naja. Wow! Lalalala, da kommt noch einer. Oh, lalalala. Six Axis! Und der bricht mir gerade mal so das Rückgrat. Ja, darauf war ich jetzt auch nicht so ganz vorbereitet. Denn es gibt auch so nette Six-Axis-Einlagen, wo man eben mal, sag mal, hier das machen muss, aber es klappt irgendwie nicht. Es klappt nicht. Ich hasse Six-Axis-Steuerung, wo man das Gamepad einfach nur rumschütteln muss oder so. So eine Art Möchtegern von Wii geklaut. So, stirb. Dich hole ich jetzt so wieder. Oh, stirb doch endlich. Ihr wollt gar nicht wissen, was die auf hart aushalten, diese hässlichen Dinger. So, einmal nachladen bitte. Ja, gut, 4 Schuss vor Maximum, das ist okay. So, na komm. Hässliches Ding. Das war gut. Direkt einen Kopfschuss verpasst. Guck mal, wie die aussehen. Pfui. Also man sieht eindeutig, dass es mal Menschen waren. Wow, zumindest haben sie humanoides Aussehen. Komm, in den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Jawohl. Also sie sterben auch schneller durch Kopfschüsse, das ist schon mal gut. Okay. Wenn es anders wäre, wäre es auch ein bisschen schlimm.
Oh, guck mal, hier gibt es noch mehr und da gibt es einen Schatz. Jawohl. Eine goldene Affenfigur. Was die hier macht, wissen die Götter. Naja. Soll mich nicht weiter stören. Boah. Ah. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Schön in den Kopf. Ja, habt ihr schon die Orientierung verloren? Das ist Absicht, Leute. Denn hier unten gibt es eigentlich nur Quergänge. Boah. Und ganz viele von den Viechern hier noch. Ja. Wie gesagt, ein Horror-Szenario, wie sich's gehört. Muss ich da? Ich weiß gar nicht. Ich gehe erstmal hier. Wenn's grunzt, dann bin ich falsch. Also so viel kann ich, glaube ich, sagen. Oder nee, eher richtig sogar. Weil die Leichen, die sind ja so ein bisschen eine Weghilfe. Oh, geht weg, geht weg, 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 weg. Nein, ich schüttel doch das Gamepad. Ja, es hat gereicht, wollte ich sagen. Nicht gerankt. Du hässliches. Nein, nicht nachladen, nicht nachladen. Das dauert so lang. Oh, wie er aussieht. Wie so ein Nosferatus ohne Flügel und ohne Reiß. Na gut, die Reißzähne haben sie wahrscheinlich. Ekelhafte Dinger. Ekelhaft. So, gibt's hier noch was? Okay. Dann weiter im Text. Nee, da ist auch nichts. Dann müssen wir doch hier rein. Sieht doch das ganz... Das muss der Generatorraum sein. Ja, der Generatorraum. Da wollte ich hin. Und hier muss ich etwas tun, was auch wieder Geschwindigkeit erfordert. Nämlich den Generator aktivieren. Aber wie mache ich das? Das zeige ich euch. Nehme ich erstmal hier hoch. Kann ich jetzt nicht. Uah. Die Musik. Dieses infernalische Streichorchester. Also ich muss auf jeden Fall die Türen öffnen. So viel weiß ich noch. Aber wie mache ich das nochmal? Muss ich hier die Generatoren kurbeln? Ah, ich muss kurbeln. Analog. Nee, so rum. Im Uhrzeigersinn. Den linken. Komm schon, Nate. Ja, damals hat das noch nicht mit Elektrostarter funktioniert. Da musste man eben noch kurbeln. Ein Glück. Genau. Ein Glück. Ein Generator. Oh oh. Und das lockt hier natürlich alle an. Unliebsame Gäste. Ululululu. Schnell, lauf. Oh, ja, den kann ich eigentlich ganz gut ausweichen, indem ich eine Rolle mache. Aber das geht nicht immer. Lauf, Nate. Lauf, lauf, lauf. Ululu. Ja, so nämlich. Und wisst ihr, was lustig ist? Die kommen nicht hier hoch. Haha, jetzt rennen sie nämlich da unten rum, beziehungsweise weg. Hü. Und der erste aktiviert. Ja, jetzt geht die zweite Tür auf und es kommen noch mehr. Wer hätte es gedacht? Es kommen noch mehr von den hässlichen Dingern. Und hier liegen moderne Granaten. Warum, wissen wir jetzt nicht. Aber ich bin froh, dass sie da sind. Ich benutze sie zwar nicht. Wow. Wow, blablabla. Nein, du willst da raus. Du willst nicht. Du willst nicht das machen. Nein. Ja, zwei Treffer, ihr seht's. Und ich bin tot. Tot. Nein. Okay, die Tür geht auf. Da gehen wir zuerst rein. Wow. Ah, oh, du Mistding. Mistding. Oh. Ja. Ist das nicht schön? Ich glaube, man muss die killen, oder? Es wäre eigentlich vernünftiger, wenn man sie tötet. Lulululululala. Hallo. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. So. Erst lösen wir jetzt den hier aus. Muss man leider immer wieder alles machen. So. Es kommen halt unendlich, glaube ich. Deswegen kann ich eigentlich das Wegballern vergessen. Solange ich hier oben bin, kommen übrigens auch keine neuen. Normalerweise kommen sie dann jetzt nämlich alle angerannt. Wait for it. Oh, 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 oh. Aha. Jawohl, ich habe einen mit der Granate erwischt. Das ist ja schön. So. So, jetzt warten wir wieder. Da, 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 da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, du hässliches. Mach ich dich halt in der... aus der Hüfte kalt. Ich geb dir gleich... Nein, 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 nein. Das wollt ihr gar nicht. Das wollt ihr gar nicht. Ja, ich sag ja, es kommt unendlich. Ja, ich glaube, das hat kein Ende hier. Deswegen sollte ich mich beeilen. Und sie alle so über den Haufen knallen. Dich auch noch, komm her. Nö, 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 nö. Ach so nämlich. Okay. Komm, Nate. Lauf einfach. Lauf, lauf, lauf. Ich hasse die Viecher, die sind so schnell. Ja, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste und er ist so dumm und trifft mich. Oh, verdammt. Einmal durchladen, bitte. Jawohl. Alles aufheben und
Generator. So. Okay. Jetzt können wir wieder raus hier. Das war's eigentlich, was wir die ganze Zeit machen wollten. Wo ist denn die Tür? Ich glaube da, wo ich hergekommen bin, oder? Ich weiß es nicht genau. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, stirb doch. Kopfschuss. Er lädt so langsam nach. Nein, 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 da kommt keine. Uah! Da machen sie schon Party vor der Tür. Ja. So. Oh, oh, oh. Ich hole mir noch Munition ein bisschen. Nein, 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 nein. Geht ihr weg? Geht ihr weg? Nein! Aua! Na. Tür zu! Es zieht! Ah. Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Okay, ich muss wieder laufen. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Ja. Das ist er schon lange, Nate. Okay, oh, nee, hier bin ich falsch. Muss ich denn? Okay, ich muss hier irgendwo. Wie komme ich hier wieder raus? Ich glaube, den grünen Lichtern nach, oder wie war das? Ja. Ich muss einfach den grünen Lichtern nach. Oh, komm schon, lauf, Nate. Genau, hier geht's wieder in den Raum mit dem Projektor. Eldorado. Mein Ende naht. Die Teufel jagen mich im Dunkel. Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt. Die Spanier entfesselten die Hölle und wurden zu Dämonen. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Mein Gott. Ja, Leute, nun wissen wir, wo die Zombies herkommen. Nicht schon wieder. Ja. Nicht schon wieder, da hast du recht. So, und was muss ich tun? Ich muss diese Dinger betätigen. Aber damit sollte ich mir nicht allzu viel Zeit lassen. Stirb. So. Denn, ja, die Zombies kommen. Ah! Du hässliches Monster, 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 Monster. Oh, oh, da kommen schon wieder welche. Geh weg. Und du auch noch. So. Und einmal kurbeln, bitte. Nein! Ah! Ja, das war schlecht. Da bringt auch das Rütteln am Gamepad nichts. An der Six-Axis. Mann, Mann, Mann. Ja, ich muss erst alle killen. Beziehungsweise eine ganze Welle von den Dingern. Und dann kann ich versuchen, die Tür zu öffnen. Oh, und ich muss immer in Bewegung bleiben. Wenn ich hier stehen bleibe und ziele, dann war's das schon. Oh oh, nein. Nein, 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 nein. Ist nicht nett von euch. Jawohl. Noch eine Medaille. Oh, noch einer. Komm her. Oh, stirb, stirb, stirb. Hässlicher Zombie. Kann ich jetzt wagen, oder? Ja, ich wag's mal. Komm schon, Nate. Zieh, 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 zieh. Und jetzt muss ich schon wieder kurbeln, genau. Dreh den Stick, dreh den Stick. So macht man Türen auf. Immer am Stick drehen. Oh. Horror pur, Leute. Horror pur. Habe ich denn Schuss? Genug Schuss? Ich laufe jetzt einfach wieder den grünen Lichtern nach. Da geht's bestimmt weiter. Und ich habe sogar noch Granaten. Okay. Und wir sind bei Elena. Ne, sind wir nicht. Schön. Ja, wieder diese Mockenpistole da, diese ganz billige. Die ganz schlechten Pistolen. Was anderes gibt's nicht für uns. So,
Und wir haben aber den Strom angeschaltet, das, was wir eigentlich nur tun wollten. Nö. Moment, wo ist denn der Aufzug jetzt? Spinn ich? Muss ich da an die Schaltkonsole? Ne, muss ich gar nicht. Wie komme ich denn jetzt nochmal... bin ich hier falsch? Moment. Nee. Irgendwie muss ich doch den Aufzug rufen. Oh, entschuldigt. Kurz pausiert, weil ich niesen musste. Konnte ich leider nicht unterdrücken. Ja. Und erst dann kruckelt's jetzt. Oh nein. Hören Sie mich da drin? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Wie schade. Nee, hau ab, bevor... Ah! Elena, lass sie in Ruhe, ihr Na war, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast. Soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken fürs Finden von Eldorado. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fisher noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr werter Partner keine Dummheiten anstellen. Bis dann, Nate. War ein Vergnügen. Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Das klingt nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Deswegen müssen wir ganz schnell weiterkommen. Weg von hier. Wow. Na, komm schon. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. So muss das. Und das war natürlich nicht der letzte, den wir in den Kopf schießen können. Hahaha. Boah. Mistkerl. Okay. Ja, es puppert schon wieder alles, aber das ist nicht schlimm. Ja, die Pistole ist besser. Auf jeden Fall ist die besser als die ganz gimpige da. Guck mal, die haben Helme auf. Aber das Schöne ist, wir sind nicht alleine. Denn diese komischen Zombies helfen uns. Also was heißt helfen uns? Nicht wirklich, aber sie kämpfen auch gegen die Soldaten. Nur, ich weiß nicht, was mir noch unangenehmer ist, die Typen oder die Zombies. Naja. Aber wie gesagt, ich finde die M4 eigentlich so die coolste Waffe. M4 sage ich, die MP40, so. Denn, ja, sie hat zwar eine niedrige Schussfrequenz, aber trifft sehr gut. Wow, und da ist wieder... Da kommt wieder einer. Hässliches Ding, du. Das gehört sich aber nicht. So, wo war der denn mit dem Laserpointer da oben? Na, bleib stehen. Du willst es doch auch. Ja, du willst es. Du kriegst es. Ah, jetzt stirb doch halt. Wie oft soll ich dich denn noch treffen? Ja, wie gesagt, die Waffe hat zwar eine gute Trefferquote. Aber sie macht nicht wirklich viel Schaden. Das ist das Problem. Sag mal. Jetzt aber. Er ist ja immer noch am Leben. Ich pack's gar nicht. So. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Das ist ja nervig, bis der mal stirbt hier. So, dann hol ich mir erstmal die M4. Ja, die Dreckschweine habt ihr gesehen. Sie haben Elena geschlagen. Was fällt denen ein? Man kann doch keine Frau schlagen. Besonders nicht, ja. Wenn man eben in der Überzahl ist. Das ist sehr feige und das vergelte ich ihnen. Das kriegen die alles zurück. Wartet's ab. Werde ich euch beweisen. Okay, aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, hier rennen immer noch... Ja, hier rennen immer noch Zombies rum. Da. Nein! Werde ich doch nicht! Oh, Mann! Da bricht er mir schon das Kreuz, das hässliche Ding. Okay. Nee, es geht schon wieder von hier los. Och, Menno. Ich nehme jetzt die M4 und MP40, so. Und... Wie kannst du es wagen? Wie könnt ihr es wagen, mich zu töten? Fällt euch ein. Sowas mag ich ja. Tanz, tanz, tanz.
Ja, da tanzen sie ein bisschen länger als wie mit den anderen Waffen. Tanz, Tanz. Tanzwut. Tanzwut. Komm her. Tanzwut. Tanz. Tanz für mich. So ist das schön. Los geht's. Nehmen wir mal die Pampe. Bist du auf. So gehen sie nämlich auch ganz gut tot. Na komm, stirb. Und einmal die Pistol. Und wieder die Schrotflinte. Da ist er. Na komm. Rennt jetzt einfach mal doof im Kreis, das Vieh. Ja, ab mit dir ins Wasser, da wo du hingehörst. Vielleicht, man weiß es nicht. Okay. Nehmen wir die Pistole. Ach man. In your head. In your head. Zombie. Ne, ich bin jetzt irgendwie da drauf gekommen, aber... ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren und gut zielen, sonst treffe ich den doch nicht hier. Oh Mann, jetzt stirbt doch endlich. Warum lebt er denn so lange hier? Hätte ich hier gern Dragunov. Okay. So, jetzt kommst du wieder um die Ecke, ich weiß es. Na komm, zisch mir was vor. So. Hässlicher. Oh, da ist ja noch einer. Ululululu. Oh. Ihr hässlichen Dinger, ihr hässlichen. So. Ach, so wenig Schuss nur noch. Okay. Ist nicht nett. Das ist doch nicht nett mit euch. So. Nee, ich behalte lieber... Oder? Ah, ich habe nicht so viel Schuss dafür. Nehme ich erstmal die. Ja, Leute, ich überziehe schon wieder, merke ich gerade. Ja, leider. Bis zum nächsten Part.